Hallo und schön, dass du hier bei Hallo Lieblingshund bist. Aktionen sind schon eine richtig tolle Sache. Zum einen natürlich in Photoshop, weil man dadurch unfassbar viel Zeit sparen kann. Aber es gibt eben auch Aktionen, bei denen man natürlich Geld sparen kann. Und momentan gibt es sogar eine Aktion bei mir, bei der du Zeit und Geld sparen kannst. Denn es gibt eben ja das neue Training Dein Bild, mein Stil. Und dabei bekommst du anhand eines deiner Outdoor-Bilder gezeigt, wie denn der Hallo-Lieblingshund-Stil entsteht. Und in diesem Jahr bekommst du dieses Training sogar für 199 statt 299 Euro. Also eine Aktion, bei der du Zeit und Geld sparen kannst. Doch jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Aktionen in Photoshop. Das Erstellen einer Aktion möchte ich dir gerne heute an dem Beispiel des Abspeicherns eines finalen JPEGs für die Nutzung in Social Media zeigen. Mehr Infos zum Thema Bilder für die Internetnutzung allgemein abspeichern findest du übrigens hier oben rechts in dem Video. Und um jetzt eine Aktion erstellen zu können, brauchen wir natürlich als allererstes ein Aktionenfenster. Das finden wir einmal hier oben im Menü Fenster, indem wir auf Aktionen klicken und schon haben wir unser Aktionsfenster da. Wichtig ist es jetzt, um zu beginnen, dass wir unser Bild bereits geöffnet haben, an dem wir gleich die Aktion einmal zusammen durchführen und die dann vom Photoshop aufgenommen wird. Vorbereitend legen wir uns auch schon direkt einen Ordner an. Den ganzen nennen wir jetzt mal Social Media. Denn hier sollen gleich alle Bilder, die mit dieser Aktion abgespielt werden, auch landen. Damit wir jetzt eine Aktion anlegen können, müssen wir uns zuallererst einen Satz anlegen. Das können wir hier unten mit diesem kleinen Ordnersymbol machen. Und da können wir jetzt zum Beispiel Speichern reinschreiben. Das bedeutet, alle Aktionen, die sich jetzt zum Beispiel um das Thema Speichern drehen, kommen unter diesen Satz, sodass man das Ganze etwas geordneter hat. Für die Aktion selbst brauchen wir jetzt dieses kleine Blättchen mit der umgeknickten Ecke. Da steht es auch, neue Aktion erstellen. Das klicken wir einmal an, schauen nochmal, okay, das wird jetzt alles im Satz Speichern angelegt. Benennen diese Aktion jetzt Social Media, so. Und wir können jetzt tatsächlich auch noch festlegen, ob wir zum Beispiel eine Funktionstaste auswählen möchten. Also das heißt, dass wir gar nicht nachher mehr die Aktion anklicken müssen, sondern wir einfach eine Taste oder auch eine Tastenkombination anlegen können. Ich mache das jetzt einfach mal, sage jetzt F5. Wenn ich jetzt auf Aufzeichnen klicke, gibt er mir direkt den Hinweis, oh, F2 ist schon belegt. Dann sage ich, okay, abbrechen, ich möchte diesen Befehl behalten und sage, gut, dann nehme ich eben Steuerung noch dazu und dem Ganzen kann man auch noch eine Farbe geben. Was das Ganze bedeutet, das siehst du später noch. Dann klicken wir einfach auf Aufzeichnen und wir sehen jetzt hier unten, dass der rote Record-Knopf leuchtet. Das bedeutet, alles, was wir jetzt hier an unserem Bild von dem lieben Lafayette machen, wird von Photoshop in dieser Aktion Social Media aufgezeichnet. Da alle Bilder bei der Nutzung in Social Media maximal eine Kantenlänge von 2048 Pixel haben sollen, legen wir das Ganze jetzt zuallererst einmal fest. Das können wir machen, indem wir auf den Menüpunkt Datei gehen, runter auf Automatisieren und Bild einpassen auswählen. Hier können wir eintragen, wie lang die längste Seite eines Bildes maximal sein soll. Hier steht es im Grunde schon 2048. Es kann natürlich auch 1500 Pixel sein, wenn es jetzt für die Internetnutzung wäre. Wichtig ist es da eben, dass du den Wert in beide Felder einträgst, damit eben keine Seite länger als 1500 bzw. in unserem Fall jetzt hier länger als 2048 Pixel ist. Das Ganze einfach bestätigen, das Bild verkleinert sich und wir können jetzt einmal das ganze Bild abspeichern in unserem neuen Ordner Social Media, den wir hier angelegt haben, speichern, bestätigen dann hier die Qualität noch einmal und weil wir das Bild danach nicht brauchen, können wir das im Grunde auch schließen und jetzt unsere Aktion hier mit dem Stopp-Button anhalten. Der rote Record-Knopf leuchtet nicht mehr auf und wir haben jetzt hier unsere Aktion, um Bilder für Social Media abzuspeichern, fertig geschrieben. Wir haben hier die einzelnen Schritte, kann man auch immer noch mal reingucken, Bild einpassen, unsere festgelegt Pixel-Kantenlängen, dann nochmal die JPEG-Qualität, nochmal der Ordner, wo das Ganze abgespeichert werden soll und eben, dass das Bild
geschlossen werden soll. So, das können wir alles mal ein bisschen verkleinern, damit das alles optisch etwas sortierter ist hier. Jetzt können wir hingehen und sagen, okay, wir öffnen uns ein Bild. Nehmen jetzt mal ein anderes mit ein bisschen Grün, damit das gleich besser auffällt. Und können jetzt hingehen und sagen, okay, wir klicken einmal hier unsere Aktion Social Media an und lassen nun hier über den Play-Button die Aktion ablaufen. Und das war's auch schon. Jetzt können wir in unserem Ordner auf dem Desktop nachgucken, hier Social Media. Da ist tatsächlich unser Bild, was wir gerade mit der Aktion haben, laufen lassen. Und hier ist auch das Bild von Lafayette, mit dem wir eben die Aktion beispielhaft aufgenommen haben. Alternativ kann man jetzt natürlich mithilfe unseres festgelegten Tastaturkürzels auch das Bild abspeichern. Da öffnen wir einmal ein neues. Hier neben steht auch, was wir brauchen. Und wir drücken jetzt einfach nur STRG und F2. Und auch hier das Bild verschwindet. Die Aktion ist durchgelaufen und wir finden im Ordner Social Media unser nächstes Bild. Um dir jetzt noch kurz zu zeigen, was das Ganze denn mit der Farbe, die wir festlegen können, zu tun hat, können wir hier oben auf die kleinen Menüstriche im Aktionsfenster einmal klicken und den Schaltflächenmodus auswählen. Und jetzt sehen wir haben hier jetzt alle Aktionen aus jedem einzelnen Satz hier einmal aufgelistet. Das ist alles relativ unübersichtlich, aber mit Hilfe von Farben können wir hier eben ganz schnell unsere Aktion, die wir brauchen, finden. Und auch hier können wir das Ganze einmal abspielen. Wir öffnen das nächste Bild und klicken jetzt einfach nur auf unsere Aktion. Und schon ist das nächste Bild hier in unserem Social Media Ordner. Ich persönlich habe relativ viele Aktionen, wie du siehst. Deswegen nutze ich nicht den Schaltflächenmodus, sondern benutze diese Ansicht mit den verschiedenen Sätzen, wo ich mir das Ganze in Ordnern sortierter anzeigen lassen kann. Natürlich kann man jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich habe da aber 10 Bilder, die ich gerne für die Nutzung in Social Media vorbereiten möchte bzw. abspeichern möchte. Auch das können wir hier in Photoshop machen. Dazu leere ich jetzt einmal den Social Media Ordner und zeige dir jetzt, wie du mithilfe dieser Aktion direkt mehrere, seien es 3, seien es 10, seien es 20 Bilder final für die Nutzung in Social Media mit der Aktion abspeichern kannst. Das kannst du einfach tun, indem du oben auf Datei klickst, Automatisieren auswählst und dann Stapelverarbeitung anklickst. Hier oben können wir dann auswählen, welche Aktion wir gerne abspielen wollen. Einmal der Satz, einmal die Aktion. Social Media wollen wir hier jetzt benutzen. Und wir wählen jetzt einmal als Quelle einen Ordner aus, denn wir wissen, okay, hier auf dem Desktop haben wir diesen Ordner. Diese Bilder wollen wir bitte einmal alle für die Nutzung in Social Media vorbereiten bzw. abspeichern. Wählen unseren Ordner aus. Hier beim Ziel müssen wir gar nichts weiter auswählen. Da können wir einfach ohne anklicken, weil wir bereits das Speichern in einem bestimmten Ordner in unserer Aktion hinterlegt haben. Jetzt können wir das Ganze einfach mit OK bestätigen. Und nun holt sich Photoshop nach und nach jedes einzelne Bild aus unserem Ordner, den wir gerade ausgewählt haben, einmal in Photoshop, lässt die Aktion abspielen und wir finden jetzt hier alle Bilder in unserem Ordner Social Media fertig abgespeichert. Und wenn wir einmal schauen, mit einer maximalen Kantenlänge von 2048 Pixeln, sowohl im Querformat als eben auch im Hochformat. Anhand dieses Beispiels hast du nun gesehen, wie man eine Aktion in Photoshop erstellen kann. Und nun weißt du vielleicht auch, warum Aktionen so viel Zeit sparen. Denn selbst wenn man denkt, dieser eine Schritt ist in Sekunden getan, wenn du das auf die Menge betrachtest, also zum Beispiel bei 20 Bildern, die du bearbeiten musst, dann ist das eben schon eine Menge Zeit, die du sparst, wenn du auf Aktionen zurückgreifst. Wichtig beim Erstellen von Aktionen ist es eben zu wissen, dass wirklich alles, was du beim Aufzeichnen einer Aktion an deinem Bild machst, auch in die Aktion selbst übernommen wird. Das heißt, alles, was du da tust, alles, was du aufzeichnest, wird später beim Nutzen der Aktion auch auf dein Bild angewandt. Aktionen kannst du wirklich für fast jeden einzelnen Schritt in Photoshop nutzen, sei es eben zum Abspeichern oder auch für die Technik Dodge and Burn, um die Ebene anzulegen, oder auch für das Entfernen von Farbstichen. Das habe ich schon einmal in dem Video, das du hier oben findest, schon kurz angerissen, dass man einfach nicht für jeden Farbton eine eigene Ebene anlegen muss.
Und jetzt verrat doch mal, nutzt du bereits schon Aktionen oder wofür möchtest du jetzt nach diesem Video in Zukunft gerne mal eine Aktion schreiben? Und falls du sonst noch weitere Fragen hast, schreib sie bitte gerne einfach unten in die Kommentare. In der Videobeschreibung findest du auch nochmal den Link zu dem Tutorial Dein Bild, mein Stil. Und wenn dir dieses Video gefallen und vor allem geholfen hat, dann lass bitte gerne einen Daumen nach oben da und vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du in Zukunft auch alle weiteren Videos, die auf diesem Kanal hochgeladen werden, mitbekommst. Also, bis dann. Ciao!